So, ihr seht, bisschen was passiert. Haben das ganze Gestell fertig und schon Bretter rauf. Aber es sind nicht neue Bretter, denn wir haben die Bretter von hier, die alte Terrasse. Hier war meine alte, für mal hin, da, ja. Genau, da war meine alte Terrasse. Deswegen genau die Holzbretter sind ja noch gut. Die werden wir halt nur neu lackieren, dann sind sie auch wieder top. Und die passen auch dazu, weil wenn wir es neu nehmen, sieht das ganze Kacke aus. Und wir schrauben die jetzt hier alle drauf. Und natürlich auch noch da und dann. Geh die Treppe da hoch, aber ich würde sagen, erstmal schrauben, ne? Jo Leute, was geht ab? Wieder hier aus dem Park. Und heute, nach einem Jahr, viel drauf gewartet, bauen wir hier am Skatepark wieder weiter. Wir bauen den neu auf, komplett neu. Ihr seht schon, wir haben hier auf jeden Fall erstmal, das sah alles aus wie hier, alles zugewachsen, erstmal alles weggemacht. Oh, hier haben Paletten. Wir haben hier alles wieder freigeschnitten, das war alles zugewachsen, also die Abfahrt war gefühlt gar nicht mehr zu sehen. Also bis hierhin. Alles freigemacht. Aber heute, weil wir wollen auch vernünftig hochkommen, bauen wir, also fangen wir an. Boah. Und zwar kommt hier ein Treppenhaus hoch, damit man auf die beiden Türme raufkommt, auf den kleinen und auf den großen. Der große ist 3 Meter hoch. Und da brauchen wir auch auf jeden Fall eine vernünftige Treppenhaus hoch, weil da runterfällt. Endet das Böse und dass der Wald immer, naja, war okay, aber hier hoch zu klettern mit dem Scooter Wald immer, naja, nicht so geil. Und wir haben ja hier auch diese Stufen rangebaut. Das wird aber jetzt bei der neuen Version, die wir bauen, auch wegfallen. Wir werden keine Kante mehr haben, also wir werden eines der modernsten Parks bauen, die es gibt. Mit ganz besonderen Belagplatten, die so noch keiner hat. So, sind das hier die Platten, die auf der gesamten Bahn draufgebaut werden. Das sind spezielle Platten für den Außenbereich. Die haben wir schon mal bei der Mega Ramp gebaut. Bei dem hohen Turm, schau mal hin, genau. Da haben wir die Platten auch verwendet. Haben geguckt, ob die was sind, haben den ganzen Winter gehalten, nichts passiert, keine Risse, gar nichts. Und wir werden auch keinen Siebdruck mehr verbauen, weil es jetzt Siebdruck. In der heutigen Zeit ist Siebdruck, naja, nicht mehr das. Und guck mal hier, das ist kein Holz, ne? Das ist hier geht kein Wasser rein, also die Platte kannst du mehr schmeißen. Die wird niemals aufquillen und sich verbiegen, gar nichts. Und zwar, das sind die Epoxidplatten, die ihr gerade gesehen habt, also die war gerade dauerlose standen. Das sind die, die wir hier verbaut haben. Und das sind einfach die perfektesten Platten, die es gibt, weil hierauf hast du keine Schläge. Nehmen wir ein Beispiel wie eine Holzachterbahn. Wenn man eine Holzachterbahn fährt, dann wisst ihr, das rappelt wie keine Ahnung was. Und es ist ja auch eine Holzbahn hier, guck mal hier drunter. Und damit man keine Schläge hat, kommen die Platten drauf und du merkst hier gar nichts mehr. Und nicht nur deswegen, auf diesen Platten fährt man schneller als auf normalen Belagplatten, weil die halt diese besondere Schicht haben hier oben drauf. Guck mal her. Du merkst hier keine Schläge drin. Das sind zwar die teuersten Platten, die es gibt, aber die besten, die man verbauen kann, weil hierauf passiert nichts. Ihr seht, die waren jetzt so im Winter, da war Eis, Schnee, Frost, alles drauf. Nichts passiert. Immer noch perfekt verschraubt. Man sieht auch die Verschraubung hier. Die müssen auf Millimeter genau. Also, dass sie keine Kante oder sowas haben. Und auch hier die Übergänge. Die wurden alle nochmal hier, guck mal hier. Die Übergänge zu den Platten, die wurden alle miteinander verfugt. Überall. Und ja. Das ist halt das Beste, was man verbauen kann. Und ich kenne keine moderneren Rampen, wo die das heutzutage so bauen. Also diese Rampe ist eigentlich eines der modernsten Rampen der Welt, ne? Wenn man es mal so nimmt. Und übrigens, der Turm ist 7 Meter hoch. Jetzt zeige ich euch mal die Siebdruckplatten, ne? Die absolut. Könnt ihr vergessen, hier sieht man das. Das sind Siebdruckplatten, die platzen auf nach einer Zeit, kriegen Risse hier. Die quellen sich auf, die verbiegen sich, die werden auch durch die Sonne
weil die sich halt, also die werden ja warm und dann dehnen die sich halt so langsam aus und dann kriegen die halt die Risse und gehen kaputt. Wir müssen überall die Radien umändern, also hier unten die Radien umändern. Das ist halt für die neuen Platten perfekt. Also wir können uns hierbei jetzt bei der neuen Rampe keine Fehler erlauben. Leider. Also was heißt, wenn wir einmal irgendwas verkacken, dann müssen wir es nochmal neu machen, weil die Platten, die kannst du nicht irgendwie nochmal abschrauben. Wenn die drauf sind, sind die drauf und die müssen auf Millimeter genau passen. Und es wird ein bisschen schwieriger werden, weil hier darfst du echt keinen Fusch machen. So, das waren hier die Belagplatten noch vor Corona. Werden wir nicht mehr drauf machen. Wir werden jetzt nur noch Epoxidharz verbauen, wenn wir Rampen bauen. Wir werden nur noch Epoxidplatten bauen, weil das ist Holz. Und Holz fängt nach einer Zeit an, naja, sich zu vergammeln. Ne? Man sieht es ja auch, hier sind auch schon so leichte Wellen drin. Ne? Und wenn wir das jetzt hier so auf den Gesamtanlage bauen, ich wette mit euch, nach einem Jahr kannst du wieder abreißen, neu machen. Und deswegen nur noch Epoxidharz. Und das kommt auch weg. Und wir werden bei den beiden Abfahrtstüren, wir haben hier einen hohen, 3 Meter und den anderen, den kleinen, werden wir hier diese Kante hier wegmachen. Das heißt, du hast eine Fahrbahn und die Rundung werden wir auch umändern. Also wir werden eigentlich einen komplett neuen Park bauen. Sieht fast genauso aus, aber der fährt sich halt 1000-mal besser und ohne Schläge. Weil das ist ja das Ziel, weil wir haben keinen Bock mehr, so mit dem Scooter hier runterzufahren. Das ist auch lebensgefährlich. Ja, also, wir haben jetzt hier diese Rondelle. Richtig viele hier drin. Das tut man halt hier so. Zusammenstecken kann man halt hier hoch und runter drehen. Also halt einstellen. Das haben wir hier komplett gemacht. Aber es hat nichts damit jetzt zu tun. Aber wir machen jetzt auch hier für die Treppe erstmal hier ein vernünftiges, gerades Podest aufbauen. Man sieht hier, ne, mit Stein einfach, Wasserwaage und dann Abfahrt. So machen wir es jetzt hier überall. Und hier schon die Balken so, alle so hin, da festmachen, dann erstmal hier vernünftige gerade Fläche, ne. So, jetzt haben wir schon mal die Auskonstruktion einmal rum. Hier natürlich immer mit diesen Steinen hier gestapelt. Gerade gemacht. Hier auch, ne? Schön. Ja, also wir sagen perfekt und ja. Die Wasserwaage natürlich rangehalten. Was, wohin? Jetzt hier mit der Wasserwaage hier. Immer so gemacht, mal gucken, ob es mal gerade ist. Alter, der war geschätzt, ne? Wir haben das noch nicht mit einer Wasserwaage gemacht. Ein paar Millimeter nur, ne? Warte, ich mal das. Jetzt dreh. Nach da? Ja. Guck mal, wie viel. Ich muss das hier festhalten und geht das nicht. Es geht ein bisschen eine Scheiße, halt mal hier. Ja, ich kann das geht hin und her hier. Halt es mal fest. Oh mein Gott. Na, jetzt hier nach oben. Guck mal. So? Alter. Geil. Oh, yeah. Das ist aber da ein bisschen. Hä? Guck mal da jetzt. Jetzt geht er ja von nach oben. Guck, dreh dich mal um. Wenn du von hier guckst, ist es ja viel höher als hier. Dreh dich. Billig. Alter, warum dreht sich das jetzt nicht? Profi am Werk.
Gibt's noch das Raster hier, Alter? So, ich drehe schon wieder durch, gleich ist schon 1 Uhr, ne? Und wenn ich 1 Uhr jetzt gegessen habe, dann werde ich unausstehlich. Auf jeden Fall, wir haben gerade hier so lange experimentiert, dass alles gerade ist. Jetzt ist es perfekt. Hier der Balken, ne? Und gleich kommen noch die Querbalken hier zwischen und dann haben wir schon mal die Konstruktion. Aber muss natürlich alles noch festgeschraubt werden, ist ja klar. Aber so sieht das schon mal ganz geil aus, ne? So, jetzt haben wir das Hauptgestell schon mal so, wie es sein soll. Alles gerade eingestellt, die ganzen Steine, die Konstruktion, alles passt jetzt. Hier im Holz was wir nicht verbauen, weil es alles krumm und schief. Also heutzutage, wisst ihr ja, Holz ist auch nicht mehr das, was mal war. Weil habe ich auch genug gemacht, das habe ich ja überarbeitet, das geht ja auch nicht. Jetzt hören wir echt auf, weil jetzt werden wir auch was essen. Ich weiß nicht, wann fassen wir, dann lasst einen Like da, abonniert den Channel. Schaut mal bald vorbei und bei leonbeischenbergs.com. Alles sind verlinkt und so, ihr seht, ein bisschen was passiert. Haben das ganze Gestell fertig und schon Bretter rauf. Aber es sind nicht neue Bretter, denn wir haben die Bretter von der hier, die alte Terrasse. Hier war meine alte, film mal hin, da, ja. Genau, da war meine alte Terrasse. Das waren genau die Holzbretter, sind ja noch gut. Die werden wir halt nur neu lackieren, dann sind sie auch wieder top. Und die passen auch dazu, weil wenn wir es neu nehmen, sieht das ganze Kacke aus. Und wir schrauben die jetzt hier alle drauf. Und natürlich auch noch da und dann geht die Treppe da hoch. Aber ich würde sagen, erstmal schrauben, ne? Läuft es noch? Ah. 1000 Schrauben hier, Alter. Wir nehmen übrigens hier noch die alten Schrauben. Weil es ist ja egal, ob jetzt, also die sind halt diese Schicht, diese goldenen sind das und die gehen halt nicht kaputt. Und deswegen nehmen wir auch immer die hier. Für den Scalefuck brauchen wir hier nicht mehr verwenden, aber hierfür ist es ja egal, weil hier stehst du eh nur drauf. Hier ist ja eh nur der Eingang und läufst da eh hoch, also das ist jetzt nicht so schlimm. Und ich meine, die machen es ja auch noch. Von daher ist es ja auch egal, ne? So, wir haben jetzt hier auch den Zaun dran gemacht. Einfach für die Optik, weil es halt geil aussieht, weil, ne? Genau, den haben wir dran gemacht und ja. Das sind die Dinger, die kommen da halt so raufgesteckt, das ist halt so ein, sieht man das auch hier, ne? Ja, 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 so, und dann halt das Ganze halt runterschieben, ne? Aber ich sehe das Ding, ja, moin. Da merkt man, wie der Qualität ist am Start, ne? Ja, einfach Zaun, damit wir unsere Ruhe hier haben und dass keiner auf dumme Ideen kommt.
rein da, zack. Stehen die so an, du rein da. Ach, der ist doch. Ah, wer sowas erfunden hat, ne, ehrlich. Mein Gott, reg mich nicht auf, Ding. Und dann mit ihr. Und das wird halt immer, bis halt oben voll ist, ne? So, jetzt der Zaun drauf. So sieht's aus. Es ist so windig, da weiß man, erst regnet, dann zu kalt, dann zu warm. Jetzt stürmt's, was geht hier ab, Alter? Ja, moin. Naja. Weil die wunderschöne Umgebung hier. Nee, jetzt machen wir, was machen wir jetzt? Mal den Bauherr hier fragen, wie es weitergeht. Schienensäge. Ach ja, wir müssen, ja, stimmt. Wir müssen jetzt erstmal hier, sieht man ja, die Bretter sind ja alle. Die sind ja von allen Terrassen hier, die war ja da. Und da war ja alles, sag ich mal, angefertigt, ne? Deswegen ist auch jedes Holzbrett anders. Sieht man auch von der Länge hier. Und jetzt müssen wir eine Schienensäge hier einmal sauber einen Schnitt machen, damit wir die nächste Reihe auflegen können. Ja, wahrscheinlich, was ist jetzt deine Mission? Nee, das meine ich nicht. Nein, nein, komm, da schneide mir nur die Hand ab. Bist du irre? Warte, ich halt, du filmst. Nee, ich film, du machst das. Das sollten wir hier überlassen hier. Man sieht noch von innen, wie frisch das ist, ne? Hier, warte mal. Sieht halt nur aus, als ob das Holz alt wäre, aber es ist nur die Optik, ne? Alter, Hörschaden. Oh mein Gott, ey. Er hat einfach die Schraube gekappt. Alter, guck mal. Oh mein Gott. Die wollte ich jetzt nicht anfassen, wie heiß sie ist. Nee, das sollte man lieber lassen. Das ist Edelstahl, also Titan, nicht Edelstahl, Titan. Ja, gut nach. Da schneidet die Maschine Titan so. Alter, sie ist für eingebrannt, Alter. Junge, 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 Junge. Ja. Ja, also, guck mal hier, das ist ja noch frisch, das Holz, sieht nur von außen so aus. Das hat nur die oberste Schicht hier, aber die wird lackiert und dann sieht es wieder aus wie vorher. Aber jetzt ist es sauber abgeschnitten, sieht man hier. Mit der Schienensäge aber gerade durch und jetzt können wir auch die anderen Bretter ja perfekt draufpacken. Ach so. Jetzt haben wir auch, wie gesagt, das habt ihr gerade gesehen, wo wir hier das geschnitten haben. Jetzt haben wir die Bretter noch geholt. Da geschnitten. Das lassen wir einfach hier rüber, weißt du, egal. Da lassen wir auch rüber, ist auch egal. Und ich hoffe, das ist gerade wieder alles fest hier.
Boah, Alter. Noch die letzten Schrauben jetzt. Aber ich würde sagen, das war's jetzt von dem ersten Video hier. Und im nächsten Video bauen wir die Treppe hier rauf. Also, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei Beispiel vorbei, da bei Schwachs.com, alles unten verlinkt. Und ich schraube noch ein bisschen weiter hier.